Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von dem Glossybox Osterei. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Sieht es nicht wunderschön aus? Also ich liebe diese pastellige Farbe. Auf jeden Fall habe ich das jetzt zugeschickt bekommen von der lieben Glossybox, von dem Glossyboxen-Team. Vielen, vielen Dank. Das kostet normalerweise für Abonnenten 35 Euro, für Nicht-Abonnenten 45 Euro. Mit dem Code ClaudiaLimited kannst du das aber als Nicht-Abonnent für 40 Euro bekommen. Ich verlinke euch das auch alles in der Infobox. Solltet ihr das über die Links in der Infobox bestellen, bekomme ich nämlich eine kleine Provision. Das wäre ganz cool. Und ja, ich bin sehr gespannt. Sehr pastellig und sehr bunt sieht es aus. Ich habe jetzt gerade auch einen schönen Frühlingslook geschmückt, deswegen passt das gerade so gut. Und jetzt hat Hermes gerade das Ei gebracht. Und ich freue mich drauf, ja. Ich mache hier oben mal das Schleifchen auf, weil das hält hier so zusammen, ne? Das ist hier so schleifchentechnisch unterwegs. Und es ist einfach hübsch. Es ist einfach hübsch, ne? Deckel ist entfernt. Und ich sehe hier schon richtig viele Produkte drin. Das ist ja krass. Ich habe ja mit euch auch schon zusammen das Look Fantastic Ostereier ausgepackt. Das ist ja die Schwesterfirma. Und das hat mir auch schon sehr gut gefallen. Und jetzt bin ich gespannt, was ich hier drin finden werde. Hier habe ich dann auch einmal das Heftchen, also den Flyer quasi, ne? Easter Egg Limited Edition. Hey Glossy, unser Easter Egg Limited Edition im bezaubernden Design beschert dir auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Unboxing zu Ostern. Natürlich mit den tollsten Beauty-Überraschungen. Und dann kann man hier so einen QR-Code wieder abscannen. Und dann schaue ich mal, ob da noch irgendwie was anderes mit beisteht. Aber ansonsten würde ich jetzt einfach mal in das Unboxing auch hineinhüpfen. Wir sehen hier sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege schon direkt oben auf. Und ich sehe da auch was von CRT London. Da habe ich euch auch schon hier oben mal so ein Full Face zu abgedreht. Da hat mich ja die Glossybox damals tatsächlich zu animiert. Hier, unsere Easter Egg Limited Edition im bezaubernden Design beschert dir auch in diesem Jahr wieder ein ganz besonderes Unboxing zu Ostern. Natürlich mit den tollsten Beauty-Überraschungen. Freu dich auf einen bunten Mix aus neuen Make-up und Skincare-Highlights im Mindestwert von 145 Euro. Sowie ein exklusives Easter Giveaway, bei dem du zwei Pflegesets für dich und deinen Lieblingsmenschen gewinnen kannst. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team. Genau, die Produkte sind hier aufgeführt und ich würde sagen, ich gehe jetzt hier einfach mal von oben rein, beziehungsweise ich gehe auch mal anhand des Heftchens auch zusammen durch. Ne? Pixie by Petra hat sich hier mal wieder hineinbegeben, was ich schön finde. Milky Remedy Mask, Soothing Toning Jelly. 300 Milliliter mit Spatel hier an der Seite. Wie witzig ist das denn? Das ist ganz schön viel und riesig. Ich benutze ja gerne solche Pöttchenmasken morgens immer, ne? Gucken wir hier mal. Pflegeboost für deinen Teint gefällig. Diese parabenfreie Gesichtsmaske mit Kokosnuss, Haferextrakt, Kamille und Sanddorn spendet intensiv Feuchtigkeit und stillt so den Durst deiner Haut langanhaltend. Obendrein wirkt sie beruhigend sowie heilend, lindert Irritationen und reduziert Rötungen im Handumdrehen für alle Hauttypen geeignet. Übrigens verlose ich das Ei, was ich selber gekauft habe, auch in diesem Video. Komm, das machen wir jetzt auch, ne? Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. 24 Euro kostet diese Maske. Ja, schön. Das freut mich. Also das werde ich auch dann demnächst in Anwendung nehmen. Dann schauen wir mal, dass ich das nächste Produkt hier rausfische. Da habe ich hier von NYX Lingerie XXL. Das gibt es in verschiedenen Farben. Ich habe die Farbe Turn On. So ein Nude-Ton, der jetzt auch ganz gut zum Oberteil passen würde. Das ist jetzt ein bisschen intensiv. Ich habe einen Frühlingslook drauf, ich habe Bock drauf, ne? Ich glaube, das sind diese ganz klassischen Lip Lingerie Liquid Lipsticks von NYX. Nur halt jetzt in der XXL-Variante, also quasi etwas größer. 4 Milliliter sind hier nämlich drin. Ja, ich bin jetzt nicht so Ultra-Fan von Liquid Lipsticks, habe aber witzigerweise gerade auch von NYX so ein habe ich drauf auf jeden Fall ein bisschen Lipgloss drüber gemacht. Mega Farbe, oder? Feiere ich auch gerade sehr. Dann gehen wir zum nächsten Produkt und das ist hier von Yogobe. Ein Niacinamid Serum. 15 Milliliter. Niacinamide sind beruhigend und sind einfach gut für die Haut. Kann man nicht anders sagen. Auch so ein bisschen aufhellend, wenn du so Pigmentflecken hast. Ne? Das ist ein ganz, ganz toller Wirkstoff, den ich auch super gerne in meine Hautpflege integriert habe. Vitamin B3 müsste das sein. Das ist auf jeden Fall ein Produkt, was ich mir
gerne zur Seite lege, um das dann auch mal in Anwendung zu nehmen. Denn all diese Inhaltsstoffe, die jetzt gerade aufgeführt wurden, liebt meine Haut. Niacinamide, Hyaluronsäure, Allantoin. Mega, mega cool. Das finde ich klasse. Schöne Sache. So, jetzt gehen wir zu einer Lidschattenpalette über. Das finde ich auch toll. Ich habe auch so eine schon, also aus der Reihe, aber nicht diese hier. Das ist von Revolution Pro die Crystal Eye Quad Geschichte in der Farbe Pink Topaz. Und sowas liebe ich ehrlich gesagt enorm in diesen Eiern und Limited Editions. Freue ich mich immer so drüber. Und von Revolution Pro sind diese Crystal Geschichten. Diese Crystal Eye Quads auch richtig gut. Wirklich. Muss ich nicht da drauf kleben, klebe ich auf den Tisch. Ja. Und nicht nur von außen ist das wirklich, wirklich schön, weil das sind so draufgeklebte kleine Glitzersteinchen, sondern auch von innen. Diese Qualität ist so weich und eigentlich bin ich kein Fan mehr von diesen Revolution Lidschattenpaletten, aber das hier, das hat Bums. Und das ist hier jetzt in dem Falle komplett schimmernd. Wow, also so Schimmertöne. Und das hier ist so ein gepresster Glitzerton. Das ist enorm, aber richtig schön. Und ich weiß, dass diese Schimmertöne ein Traum sind. Und die kannst du so schön auftragen in Kombination einfach mit einem Bronzer. Und dann hast du nämlich einen matten Ton und kannst da echt gut mitarbeiten. Vielleicht auch noch den Blush mit hinzunehmen, den du sowieso schon in deinem Gesicht verwendet hast. Zack, hast du wirklich einen easy peasy Look. Diese Glitzertöne, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht so ultimativ Fan von, wohingegen aber diese drei Töne Sahne sind, vor allem dieser Ton, ne? Das ist, oh, komm, den gucken wir uns mal an, das ist so weich, ja, oh, man sieht es jetzt auch schon wieder, ne? So weich auf dem Finger, richtig, richtig schön und da hast du dann auch wirklich richtig schön was auf dem, oh. Auf dem Auge. Den kannst du auch solo einfach aufs Auge geben. Ein Träumchen. Ich sag's euch. Also das ist eine sehr empfehlenswerte Geschichte und deswegen bin ich froh, dass ja, Glossy Box das in das Ei mit reingepackt hat, weil das echt eine schöne Palette ist. Jetzt hat mein Handy sich ausgebremselt. Meine Güte, die Bildschirmzeit ist vorbei. Muss ich umstellen. Ich darf nicht so viel reden, ne? Aber wir sind dafür da. Oh, hier haben wir jetzt auch wieder so einen Toner. Den mögen viele total gerne. Den hatten wir auch schon öfters mal in Boxen drin. Vegan by Happy Skin Original Skin Essence Toner. Das ist ein relativ hochpreisiges Produkt mit Kamille, Ringelblume und Aloe Vera Saft. Und ja, so schaut das aus. Das ist eine relativ kleine Größe. Ich meine, dass ich den auch da, als ich den schon mal hatte, aufgebraucht habe. Der Deckel war gerade ein bisschen schief drauf. Alkoholfrei, das ist wirklich schön für sensible Haut dann auch geeignet, ne? 100 Milliliter, genau. Und dafür, ich glaube, 35 Euro werden dafür ausgerufen, das ist schon heftig, ne? 34,99, genau, das ist schon heftig. Und Toner ist halt eine ganz wichtige Geschichte. Verwendest du halt nach deiner Hautreinigung und bevor du die weitere Pflege aufträgst. Und das bereitet deine Haut darauf vor, dass die ganzen Wirkstoffe kommen. Zum Beispiel wie hier dieses Niacinamid-Serum oder die Maske, ne? Also auch von einer Gesichtsmaske, die ich mir runterwasche, gebe ich mir auch noch einen Toner auf einfach. Denn meine Haut braucht das. Also ansonsten wäre sie zu schnell zu irritiert, weil sie sehr sensibel ist, ne? Ach. Ich feiere das gerade so sehr. Und hier habe ich dann das nächste Produkt. Leave and Seed Smooth Start. Das ist ein Shampoo. Bond Reconstruct Shampoo. Peptidkomplex und Marshmallow-Extrakt. Sehr schön. Macht hier Hydration, also Durchfeuchtung, Schein und Definierung von Wild Science Lab. 50 Milliliter. Das ist eine kleine Größe. Die kann man aber auch einfach mal zum Ausprobieren nehmen. Ich denke, das ist so Friseurbedarf, ne? 8 Euro kostet so ein kleines Produkt. Das ist schon krass. Das riecht wie frisch vom Friseur. Hat auch irgendwie was Kräuteriges. Ganz interessant, aber auch irgendwie, als wäre das so ölmäßig. Ganz, ganz interessant. Also das wird auch ausprobiert. Finde ich schön. Quench Hair for Definitive Shine and Strength. Schön, mag ich. Und wir haben alles irgendwie auch so, abgesehen von dem Pixie by Petra und dem Yoko B Serum, so in diesem rosé-pink Farbdesign. Das finde ich ganz schön. Als nächstes habe ich hier von CRT London den Definer Liner. Bin ich ehrlich, den habe ich jetzt schon so auf den Boxen drin gehabt. Ist auch irgendwie mal gut gewesen. In der Farbe Stardust.
Gel-Eyeliner with Sharpener, also du hast hier einen Gel-Eyeliner, beziehungsweise ja, ein Kajal ist es eigentlich eher, ne, mit Anspitze auch mit dabei. Ich mag gerne die Marke, ich habe es euch ja eben auch, wie gesagt, schon eingeblendet. Ich habe dann komplettes Fullface mit geschminkt. Ich habe das so interessant gefunden, was wir in den Boxen drin hatten, dass ich mir da die restlichen Produkte dazu gekauft habe. Und die sind auch wirklich gut, aber ja, sowas ist halt nicht unbedingt was für mich, ne? Ja, hier haben wir dann die Farbe. Das kannst du wahrscheinlich auch schön im Innenwinkel auftragen und hast dann einfach auch so ein schönes Inner Corner Highlight oder, ne, dass du das hier so auch im Innenwinkel vielleicht so, also in hier auf dem ersten Drittel von deinem beweglichen Lid aufträgst oder so. Aber für mich ist es nicht wirklich was. Kommen wir jetzt zum achten Produkt und da habe ich was von S. Oliver und zwar zum Duschen. Follow Your Soul Women Luxury Shower Gel. 75 Milliliter und die Box steht hier schon eine ganze Weile, also nicht eine ganze Weile, die steht hier schon so ein, zwei Stunden neben mir und wartet darauf, ausgepackt zu werden. Und ich habe eben beim Schminken gedacht, was riecht hier so, ne? Und das ist das hier. Es riecht echt angenehm. Pudrig, sehr, sehr schön parfümiert, also eine ganz tolle Geschichte. Die S. Oliver Parfums mag ich persönlich nicht ganz so gerne, weil der Duft super schnell verfliegt und das nicht ganz so meine Welt ist. Und ja, aber als Duschgel, dass ich das dann halt unter der Dusche rieche, während ich mich dann so fertig mache, das ist ein schönes Wellness-Gefühl, finde ich persönlich, ne? So, und dann habe ich jetzt hier, das dürfte dann auch das letzte Produkt sein, von Nip & Fab etwas mit dabei. Das ist eine Marke. Die finden wir öfters mal auch in der Glossy Box oder auch in der Schwesterbox der Look Fantastic. Das ist Exfoliate Glycolic Scrub Fix. Das ist mit Glykolsäure ein Gesichtspeeling, 75 Milliliter. Und das ist quasi ein ja, Säurepeeling, ne? Also, dass du, also ein chemisches Peeling. Und sowas ist für sensible Haut sehr, sehr gut geeignet. Glykolsäure ist dafür da, um halt die Haut auch ein bisschen mit Feuchtigkeit zu versorgen und so die Faltentiefe zu reduzieren, um ja, die Haut auch zu glätten. Und deswegen ist es ganz schön, dass wir das hier drin haben, muss ich ehrlich gesagt sagen. Dieses nach Grapefruit duftende Peeling reinigt und pflegt deine Haut effektiv mit Glykol und Salicylsäure. Ach, guck mal, die ist da auch mit drin. Das ist ja krass. Entfernt das sanft abgestorbene Hautzellen, befreit verstopfte Poren und mildert obendrein das Erscheinungsbild von Unreinheiten. Das Ergebnis? Ein geklärter, weicher, glatter und strahlender Teint. Also du hast hier wirklich mit der Glykolsäure und der Salicylsäure zwei sehr schöne Wirkstoffe drin. Also mega, mega, mega cooles Ei. Ei, ei, ei. Das hat mir echt gut gefallen. Also wir sind sehr fokussiert aufs Gesicht, ne? Sowohl mit der dekorativen Kosmetik als auch mit der Pflege, die hier enthalten ist. Aber auch ein bisschen was für die Haare, ein bisschen was für den Körper haben wir mit dabei. Und das gefällt mir wirklich gut. Also das ist ein schönes Ei, was man sich entweder selber kauft oder was man halt verschenken kann. Weil ich finde, für 35 Euro ist das ein schönes Boostergeschenk, ne? Oder halt für 40 Euro, wenn ihr kein Abonnent seid und den Code verwendet. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch alles soweit verlinkt. Und ja, ich habe jetzt hier eine schöne Geschenkverpackung. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir. Wie gesagt, eine Verlosung habe ich hier auch noch dann doch irgendwie integriert. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!